Solche Preise sind ja nicht ungewöhnlich für ein Top-Hotel in Vegas. Aber das hier? Das ist eine Preissteigerung von fast 1300%. Und so sieht's in ganz Las Vegas aus. What the f***? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich hier regelmäßig mit Themen rund um die USA. Eigentlich wollte ich dir heute zeigen, wie du es schaffst, einen relativ günstigen Roadtrip zu machen. Direktflüge und SUV sollten für zwei Personen um die 2000 Euro liegen. Dann wollte ich noch eine passende Unterkunft zeigen. Doch dann traf es mich wie ein Schlag. Zwei Nächte im Motel 6 für 590 Euro? Oder für 173 Euro im 10-Bett-Schlafsaal eines Hostels? Habe ich eine Wirtschaftskatastrophe verpasst? Oder eine amerikanische Hyperinflation? Lass mal gemeinsam gucken. Unsere Daten habe ich jetzt so eingegeben, 20. auf 22. Mai. Sonst habe ich keinerlei Filter angewandt, einfach nur um zu sehen, was es alles so gibt. B-Postels, also ein Hostel, zweimal Bett im Schlafsaal für Frauen mit 6 Betten, 134 Euro. 173 Euro im Bungalows Motel. Hostel meine ich. Mardi Gras ist wirklich kein besonders tolles Motel. Da kriegt man manchmal so einen Preis wie 39 Euro oder so für die Nacht. Kostet in dem Fall auch mal eben 205. Camping Resort. Gute Bewertung, aber 300 Dollar für zwei Nächte. Ja, Four Queens, 344. Hier so ein Bridger in Downtown. 5,8 Bewertung von 10. Kostet 390. Ich meine, manche Preise sind normal, ja, ist schon klar. Aber 414 für zwei Nächte ist mir sowieso ein bisschen was zu viel. Oyo Gateway, Bewertung 2,6. Ich habe noch nie so eine schlechte Bewertung gesehen. 342 für zwei Nächte. Pff, hart. Ja, also es sind schönere oder schlechtere dabei. The D, 506 für zwei Nächte. Alter Falter. Das ist schon übel. Soll ich mal hier auf die schlimmsten gehen? Ich habe ja nach Preis sortiert. Las Vegas Retreat. Außergewöhnlich 10, aber 3743. Schnäppchen. Bewertung 5,5. 10 Million Penthouse. 6122. Alle Achtung. Wynn und Encore sind natürlich sowieso mit die teureren Hotels, aber 7400 oder 7620. Hallo? Glauben die, dass sie jemals so einen Preis erzielen? Oder gibt es tatsächlich irgendwelche Ultrareichen, die sich sagen, ach ja, mach ich mal, komme ich mal für eine Woche. Weiß nicht. Jetzt musste ich mich dann doch fragen, wie es zu solchen Preisen kommt. Also Las Vegas 2023 gegoogelt und sofort wurde der Grund ersichtlich. Formel 1 Rennen in Las Vegas geplant. Ach so. Ja, das wäre natürlich eine Erklärung. Wenn da die High Society aufläuft, erhöht man natürlich die Preise. Und für mitreisende Fans sogar Hostels und Motels. Klar. Moment, hier steht aber... Neu hinzukommen wird das Stadtrennen in Las Vegas, das am 18. November 2023 angesetzt ist. Okay, also weitersuchen. Rein von der Logik her wäre es aber ein Grund gewesen. Jetzt hatte ich mir ja gedacht, am 20. Mai in Vegas zu landen, bis zum 22. dort zu bleiben, montags den Mietwagen zu übernehmen und den Roadtrip zu starten. Also galt es herauszufinden, was am Wochenende um den 20. Mai dort passieren sollte. Und ich habe es über einen Eventkalender herausgefunden. LaVish Las Vegas zeigt mir bei der Eingabe unserer Daten verschiedene Events an. Was jedoch für jeden Tag ganz oben steht, ist EDC. Electric Daisy Carnival. Schon mal was davon gehört? Ich bisher nicht. Dabei handelt es sich um ein Festival, welches binnen weniger Minuten als ausverkauft galt und ausgerechnet an den von mir gesuchten Daten stattfindet. Für das Festival wurden zuletzt über 400.000 Eintrittskarten zu je 339 Dollar verkauft. Was Hotelbetreibern natürlich die Dollarzeichen in die Augen treibt. Meinen Spartipps zur Reise hat das Ganze jetzt natürlich erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür weißt du jetzt aber, genau wie ich, warum du um Las Vegas einen großen Bogen machen solltest.
sofern du kein Dubstep- und Elektro-Fan bist. Soweit zumindest, was die Hotels in Las Vegas angeht. Natürlich gibt es noch eine Ausweichmöglichkeit, nämlich Airbnb. Einfach den Preis pro Nacht über den Filter regulieren. Ich habe maximal 75 Euro eingestellt und so findet man mehrere bezahlbare Privatzimmer. Hierbei lohnt es sich, einen erfahrenen Superhost auszuwählen, der das Ganze schon eher professionell betreibt. So bist du auf der sicheren Seite. Hier könntest du nun einen zweiwöchigen Roadtrip starten, der dich am 4. Juni wieder nach Las Vegas führen sollte, um den Mietwagen abzugeben. Die letzte Nacht könnte man jetzt im günstigen Motel wie dem Mardi Gras übernachten, allerdings sind die Preise mancher Nobelschuppen auch wieder geschrumpft. Was dir beispielsweise eine Nacht im The D in Downtown ermöglicht. Das Deluxe-Doppelzimmer kostet in diesem Fall läppische 64 Euro. Für 85 Euro wäre sogar eine Nacht im luxuriösen Downtown Grand erschwinglich. Jedenfalls ziehen die Mietwagenpreise schon wieder deutlich an. Worauf das zurückzuführen ist, versuche ich noch herauszufinden. Ich danke dir fürs Dranbleiben und sage bis zum nächsten Mal. Stay tuned and have a good one.